Sonnele, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge 7 Days to Die hier in unserer eigenen Eden Out Mod. Da vorne ist wieder Salamandi, der durch die Gegend eiert. Spinlis sind ja hier auch irgendwo. Es ist schon wieder dunkel und regnet anscheinend. So, ich möchte heute mit dir, natürlich regnet es schon, ich möchte heute mit dir auf jeden Fall hier noch ein bisschen die Treppe abmachen, so dass wir uns hier oben verschanzen können, wenn die Horde ist, weil wir haben ja schon Tag 5, ne? Und dann gehen wir mal hier an den Rand und machen hier so auf der Wiese, machen wir unsere Basis, ja? Gucken, ob wir das hinkriegen. Ohne, dass uns hier auf den Sack geht hier. Was wir noch als erstes machen können, ich habe mal die Kisten ein bisschen aufgeräumt. Wir haben ja hier, ne, einen beschwerten Kopfmod. Ich glaube, die haben wir letzte Folge gefunden. Soll ich sagen, die haben wir letzte Woche gefunden. Alles klar, Ede. Da ist so eine Spinne. Hallo, Zombie Guppi Roland. Na du, wie geht's dir? Oh. Leicht laggy, der Gute, aber passt schon. Rübe weg. So, dann bin ich auch weg. Das muss noch eins weg da. Auf jeden Fall. Sekunde mal bitte. Immer das Näschen. Immer das Näschen. So, F1. WK, nein, Weather, Rain, 0. Ne? Jawohl, weg damit. So. Ich hasse es. Müssen wir unbedingt noch eine Mod suchen für weniger Regen und so. Oder am besten gar keinen Regen. Für mich persönlich ist das egal. Ich brauche da keine Stimmung mit Regen und so. Wir können mal gerade, so, gehen wir hier hin. So, dahin, da will ich hin. Hinten 195 Meter, ist ja nicht weit. Kriegen wir locker hin. Vorausgesetzt, wir sterben nicht. Und dann müssen wir auf jeden Fall nochmal, Ruhe da oben, Petrus. Müssen wir auf jeden Fall nochmal, wie heißt es? Einmal Bergbau und so skillen, damit wir schneller buddeln, weil wir müssen ja jetzt buddeln, ne? So, ich habe mit BSE auch nochmal gesprochen am Wochenende. Dieser Lag, wie wir ihn gerade hatten, das kommt 100 pro dadurch, dass hier dann neue Salamander oder, ja, Crabzillas spawnen. Na, schauen wir mal. Es muss schön gerade und flach sein hier. Das wollen wir. Genau das wollen wir. So. Ordenbase werden wir oben drauf bauen. Die werde ich nicht hier unten bauen. Müssen wir nur gucken, wie. Hallo Hasi! Wie wir das machen. Oh, nice. Dankeschön. So, jetzt haben wir natürlich nicht nochmal ein Level gemacht. Da hinten ist noch ein Zombie. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach hier. Pass auf. So. Dann buddeln wir mal ein bisschen hier. Das wird jetzt nur Ewigkeiten dauern, weil wir halt so schön schnell und super buddeln können, weil wir ja keine Punkte reingesetzt haben und schon sage und schreibe eine Steinschaufel haben. Geil. Aber das macht ja nichts. Ne, Mamika? Du schreibst nämlich super Folge. Weiter so. Schönen Montag. Dankeschön. Dir auch. Ich hoffe, du hast auch einen angenehmen Montag. Junge, kommt da eine Wanderhorde oder was? Aus der Richtung. Was ist da los? Was ist da los? Boah, siehst du das? Krass. Krass, krass, krass. So, jetzt noch den hier. Wir müssen das mal tauschen. Weiß gar nicht, warum da die Steine drin sind. Und ich glaube, unsere Pfeile habe ich auch wieder weggepackt, ne? Ja klar, Pfeile habe ich auch weggeräumt. Na dann, kann es ja nur besser werden. Munition auch? Ne, die haben wir noch. Aber ist alles kaputt. Und die Rohre habe ich weggeräumt zum Reparieren. Da, da, dum. Dum, dum. Da, da, dum. Dum, dum. So. Gucken wir mal, wie das Ganze wird hier. Ansonsten, Business as usual. Leveln, leveln, leveln. Geile Sachen skillen. Immer besser werden. Crabzilla und Salamander Boy aufs Maul hauen. Wenn wir es denn dann können, irgendwann mal. Naja, guck, da kommen doch schon zwei. Da kommen doch schon zwei. Gucken, ob da noch mehr kommen. Wenn ja, dann war es garantiert eine Wanderhorde. Los, mach auf hier. Sehr schön. Ist jetzt nicht das Spannendste heute, ne? Aber was soll's. Es wird gleich noch spannender. Wir testen jetzt erstmal.
ob wir hier das Ganze so auch machen können, wie wir uns das vorstellen. Weil es ist ja die Mod drin, sie dürften eigentlich nicht mehr nach unten buddeln, aber warten wir es ab. Ich das wieder finde, ich gehe die gerade wegmachen. Ich will die EP haben, dass es schneller geht hier. Da einer, da hinten einer. Hallo! Ihnen fehlt da ein Zahn. Macht überhaupt nichts, ne? Macht überhaupt nichts. Bei der Visage macht der eine Zahn auch nichts mehr aus. So. Vielleicht können wir ihren Unterkiefer und ihren Oberkiefer kombinieren, sodass wir wieder ein vernünftiges Gebiss haben. Essen! Jetzt können wir endlich mal hier ein bisschen skillen, dass es was weitergeht. Ich hätte gerne den auf 1 und den auf 1. So. Hauptader. Dann kriegen wir schon mal ein bisschen mehr von dem Zeugs hier zum... Bup, bup. Die Mitte muss weg. Sehr gut. Ich mache lieber noch eine Reihe drumherum, ja? Dann sind wir ganz sicher. Dann könnten wir hier einen riesengroßen Platz ausheben. Ich weiß nur nicht, wie es aussieht. Ob das so ist wie... obwohl, doch, das müsste so sein. Wenn ich da unten jetzt alles aushöhle, dann können wir hier nichts groß draufbauen. Weil dann die Stabilität flöten geht. Dann kracht hier oben alles ein. Das wollen wir natürlich nicht. Ne? Deswegen lassen wir das mal. 60 schon pro Stoß hier. Okay, das geht ja relativ schnell, muss ich sagen. Warte ab, wenn wir eine Stahlschaufel haben. Aha. So. Sehr schön. Ansonsten, wenn du das hier siehst, schau einfach mal, ob wir schon live sind, weil mich kribbelt's echt in den Fingern. Ich will bei Satisfactory weitermachen. Also wenn du da Bock drauf hast und Satisfactory auch ein tolles Spiel findest, einfach mal auf den Kanal gucken, ob da irgendwo steht, dick und fett ein roter Kreis live. Am besten siehst du das, wenn du in den Reiter-Livestreams gehst, auf der Startseite bei uns hier. Da sind alle alten Streams aufgelistet und der allererste vorne müsste dann der sein, der gerade live ist. Wie gesagt, man sieht das direkt, wenn so ein roter Kreis live drumherum ist. So, da bauen wir gerade an unseren Fabriken weiter, beziehungsweise fangen mal an. Weil wir sind ja noch ganz am Anfang, ne? Wir haben ganz frisch neu gestartet. Das dauert ein bisschen, bis wir da weiterkommen. Das ist ja auch so ein Endlosspiel. So, aber ist halt wunderbar zum Quatschen nebenher. Das macht immer Spaß. Wenn du da nichts gegen hast, würde es mich freuen, wenn du da auch mal vorbeischaust. Da hinten läuft nur einer rum. Hier ist echt ruhig, ne? Da schon wieder eine. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Immer diese Spinnen. So. Aber Grundsteinlegung am Bunker. Sollte von der Größe her passen. Das heißt jetzt, wenn wir in diese Richtung gehen, dann müssten wir an die Seite hier die Leiter machen. So. Dann müsste das dahin. Dann brauchen wir, wie viel Holz haben wir überhaupt? Baublöcke können wir mal noch... Ja, machen wir noch 200. Ich weiß halt nicht, wie tief wir hier gehen können. Das ist die Frage. Nimm diese Leiter. So und so. Jetzt hätte ich gerne noch eine Klappe. Eine Holzklappe muss erstmal reichen. Ich habe halt keine Ahnung, ob sie die kaputt hauen und dann runter wollen. Das werden wir dann sehen, ne? So, weil wenn ein Weg da ist, dann wollen die natürlich auch runter. Das ist ja klar. Sehr schön. Oh, da kommen schon Steine. Oh nein. Ich sag ja. 8 Stunden später, ne? Das wird jetzt alles Steine geben hier. Ist die Klappe schon fertig? Nein.
So, dann den hier noch. Jetzt sind wir natürlich extrem gefangen hier, da müssen wir aufpassen. Aber guck mal, wie schnell du hier EP kriegst. Das ist schon... Form kopieren, dahin, dahin. Form kopieren. Komm ich nirgendwo hin, weil... Keine Leiter. Ja, ich stehe mir selber im Weg hier, ne? Okay, so gibt das nix. Dann gib mir nochmal die hier. Aber so. Da ist einer, da rennt noch so eine Spinne rum. Ich glaube, im Wasteland sind mehr von denen da. Kann das sein? Klappe fertig, Klappe fertig. Dann setzt sie mal hier drauf. Sehr gut. So, geht in die Richtung auf, dann können wir gerade mal... Aber nix. Aber die hier können wir alle aufwerten. So, dass sie nicht direkt kaputt gehen. Halten zwar trotzdem nur von 12 bis Mittag, aber... Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Endlich mal wieder eine Untergrundbasis hier. Gefällt mir. Beziehungsweise wir müssen erstmal gucken, ob das so hält, ne? Wie wir uns das vorstellen. Oder ob die trotzdem wieder runterbuddeln, trotz Mod. Das sehen wir ja dann. So. Ist das schön, ist das schön. Auf. Bitte hier. Danke. So, das wird der Eingang zu unserer Basis. Ich hab genug. Wir gehen ein bisschen buddeln. Beziehungsweise schon wieder voll weg hier. Ach, da rennt doch noch einer rum. Interessant. So, den Mais hatte ich auch mitgenommen, weil ich den eigentlich kochen wollte, aber habe ich wieder vergessen. Was rennt ihr alle hier rum? Das ist da hinten eine Schreierin da hinten? Siehst du das? Ich glaube, da rennt ein Nachthemd rum. Ja, oder ist ein Nachthemd? Boah, das ist je nachdem, in welche Richtung du von denen guckst. Übel, übel, sprach der Dübel. Und verschwand in der Wand. Na, da war das. So, weg damit. Aber das ist alles gute EP. Ach, schon wieder Crabzilla. Dem möchte ich mich jetzt nicht anlegen. Komm doch mal her hier. Oh, der klaut uns wieder die Zombies hier, ne? Crabzilla. Ich will Rasenmähen, ey. Weißt du, was viel schlimmer ist? Wir haben kein Rohr dabei, um unseren Knüppel zu reparieren. Das ist viel schlimmer. Gehen wir mal in irgendein Haus hier. Da ist schon wieder einer. Jetzt weiß ich auch, warum das so leckt, wenn hier überall Crabzillas sind. Was? Ah, Mac Speck. Komm her. Liegen bleiben. Ja. Wie heißt es so schön? Gibt's eine Delle in die Gewürzgurke, ne? Bravo Chaos schreibt und trotzdem alles mehrfach in anderen Kisten. Jo, willkommen bei Ede, Bravo Chaos. Wird erst sortiert, wenn wir in die richtige Base ziehen. Vorher sortiere ich nie. Schnell weg mit dem Käse hier. Hauptsache, wir sehen was. Da kommt sie. Hallo! Das muss doch wehtun, du. Das muss doch wehtun. Bin mal gespannt, wann wir soweit sind, dass wir uns mit denen anlegen können. Mit den Crabzillas hier. Und den Salamandinis. Ah, du siehst ja da rechts, ne? Wie der mal gerade den Zombie zerschreddert hat. Noch ein bisschen hier, noch ein bisschen da. Das ist ja wunderbar.
Weiter geht's nicht, ne? Nein, dann machen wir hier. So und so. Sehr gut. Dann können wir schon mal wieder ein bisschen weitermachen. Hallo, wie geht's Ihnen? 700 Leben haben die. 780. Der hier sollte noch weg. Weil viele Blätter und so nervt. Boah, da machst du 40 mit der hier. So, da muss ich mehr anzeigen. Sonst sehe ich nicht alles. Das ist doof. Chris Joker schreibt, hallo Edo und alle Edenauten. Melde mich mal aus dem Lurk zurück. Als erstes an Sascha, riesigen Respekt zur Mod. Das wird großartig. An Ede kann ich nur Danke sagen für deine Zeit und Mühe. Aber was mir aufgefallen ist, dass die neuen Zombies und was Ekelkrabbler noch keine Ede-typischen Namen besitzen. Also Ede, wie wär's? Bis bald. Ja, Crabzilla, ne? Wie wir den Salamander nennen, noch keine Ahnung. Müssen wir gucken. Uns fällt schon was ein. Und es ist halt schwer, weil das viele sind. Müssen wir gucken. Der geht zu unserer Basis. Ich glaube, es hackt. Geh weg. Wo ist der andere? Der steht da rum. Gehen wir mal in die Richtung. Gucken, ob wir hier ein Haus leer kriegen oder so. Oder ob hier auch wieder irgendwer oder was rumsteht. Wir brauchen halt EP, dass wir das da hochskillen, damit wir vernünftig buddeln können. Ich habe keine Lust damit, nur eins rumzubuddeln. Das bleibt stehen. Man sieht es ja jetzt hier. Da. Ein paar Hammer gebaut. Können wir auch gerade... Boah, guck mal, was hier Eisen ist, ey. Aber das können wir nicht nehmen, weil da will ich nicht rumbuddeln. Wegpunkt speichern. Zack. Basis. Die kommt dahin. So. Fertig. Hep, hep. Wie sieht's aus? Na, Platz haben wir. Zur Not haben wir dann noch den anderen. War ich hier schon dran? Echt jetzt? Wann waren wir denn da dran? Die Fischerresidenz. Ruhe da. Das hört sich nach Lumberclaws an. Random Female. Hallo? Igitt, der Metzger. Kommt her, Leute. Kommt. Essen, trinken auch nicht mehr viel. Die können wir mitnehmen hier. Goldrute ist immer gut. Okay, so viel zum Metzger. Immer diese Weichbirnen hier. Glück muss man haben, ne? Zwei Schläge, zwei Köpfe zermatscht. So, dass wir hier vernünftig laufen können. Essen müssen wir auch schon wieder. Was der Kollege wegsnackt, du, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. So, wie wär's mit... Ja, leider nicht. Kochgrill wäre schon gut gewesen, aber Pustekuchen... Außer Spesen nichts gewesen, ne? Schon wieder... Katzenfutter... Natürlich. Schon wieder einen Topf. Den brauche ich ja nicht. Hier. Leder können wir auch mitnehmen. Guck mal, jetzt geht das auch schon wieder eine ganze Ecke schneller, ne? Das ist ja auch schon gut. Sehr gut. Da unten ist schon wieder mehr Anzeigen. Können wir jetzt auch gucken. Das wird schon. So, mehr Anzeigen bitte. Zack, zack, da haben wir dann den Jan-Peter, der schreibt, wieder mal ein schönes Video. Danke, Frage an den Mod-Ersteller oder andere Wissende. Inwieweit kann man da eigentlich die einzelnen Modelle von zum Beispiel Fahrzeugen verändern? Mich nervt immer die geringe Ladekapazität. So ein LKW mit dem 4- oder 6-fachen eines Jeeps wäre nett für die kleine Wochenend-Loot-Tour. Oder ist es möglich, andere Generatoren zu bauen, entweder indem man diese auch kombinieren kann oder sie einfach mehr Leistung im Output haben? Meinetwegen durch mehr Slots für Motoren, das gleiche natürlich für Solar. Also ich persönlich habe null Ahnung vom Modden Jan-Peter, also ich kann dir da nicht wirklich weiterhelfen. Möglich ist bestimmt alles, ist halt die Frage, wie schwer das ist, ne? I don't know. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Kann ich dir nicht wirklich weiterhelfen? Vielleicht weiß Sascha das ja. Dann kann er dir ja antworten. So, hier ist noch mehr von dem Zeug. Sehr gut.
Ja, damit. Gibt ein bisschen Stoff hier. Sehr gut. Ach ne, war ja Sunkenland, wo wir Dajadüscher brauchen, ne? Aber hier können wir auch mal Stoff gebrauchen bei meinem Spielstil. So. So viele Verbände, wie wir brauchen. Her damit, her damit. Her damit. So. Jemand hier oben? Garantiert. Okay. Ach, da ist er. Wer ist das denn? Zombie Urban. Ah, nein. Das ist witzig. Wenn wir... Haust du wen anders, aber ganz schnell, du. Ich wollte gerade sagen, das wird erst witzig, wenn das alles Verstrahlte sind und, Perale und so. Du sollst weggehen. Fällst du jetzt mal um hier? Mann, Mann, Mann. Der hatte schon mehr auf der Pfanne hier. Was da denn? Wow. Geil. Will ich unbedingt haben. Unbedingt. So, kaputti. Mach ganz. Ach, wird das zerlegt. Ich wollte gerade sagen, was wird da gebaut? Was wird da gebaut? Hier ist niemand. Das sind aber auch schöne Räume, schöne große Räume für eine Basis. Wäre auch nicht verkehrt für den Anfang, wenn man die Treppe da wegmacht und so. Zack. Stiefel. Zerlegen. Weg damit. Mhm. So, so. Der andere schreibt, hallo lieber Edo und alle Edenauten. Endlich wieder mehr Action und du machst einen auf Chuck Edo Norris. Mach weiter so. Was? Ich mache einen auf Chuck Edo Norris? Warum? Bin nur hin und her gerannt und hab geballert bei dem Fetti da. Oder was meinst du? So. Der würde ja nicht vor den Crabzillas weglaufen. Der würde die ja gnadenlos vermöbeln, ne? Oh. Und... Achim hofft. Ich hoffe, der laufende Ofen ist auch wieder dabei. Ich glaube nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Hallo? Oh, geiles Badezimmer. Geiles Badezimmer, muss ich schon sagen. Also, das Haus hat sich voll gelohnt. Loot-technisch, ne? Gib mir die mal, den kannst du essen. Jawohl, ja damit. Kürbis essen, ganzen Kürbis. Rohr haben wir immer noch keins zum Reparieren. Das ist fatal. Das hier vielleicht kaputt, aber da kriegst du nur Müll raus, ne? Guck mal. Ist schon wieder dunkel hier, Regen und so, ne? Das ist echt, boah, was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Außer, verdammt nochmal, Nase putzen. So, etwas runter, da sagt Gemmerfe, Hallöchen, Edun, alle Edenauten, war wieder mal eine super Folge und ja, so wie es bis jetzt ausbalanciert ist, finde ich es super mit Spinnen und Salamandern. Und danke an die Hammer Community, hier sind echt super Leute. Danke, Mr. BSE. So, was steht da unten noch? Jetzt noch schönes Wochenende an dich und alle Edenauten. Ebenso, ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende, denn wir haben ja schon wieder Montag, ne? Und täglich grüßt das Murmeltier. Da ist der Montag wieder hier. Katze müsste man sein. Die liegt zusammengerollt im Bett und pennt. Was da drin? Müll. So. Den hier. Gucken, ob wir da sowas rauskriegen. Wir brauchen auch unbedingt eine Wrench. Nein, kriegen wir nicht. Schade. Steht da hinten was auf dem Tisch? Da steht was auf dem Tisch. Hallo. Ich glaube, die Butze hier kenne ich. Da liegt einer Zombie-Guppi. Was da drin? Pillen.
brauchen wir jetzt nicht. Wer ist hier drin? Da geht's runter, okay. Du schon wieder. Aber hast du gesehen? Der Sack. Ohne Krach zu machen aufgestanden, ne? Und auf einmal stehen sie dann hinter dir. Oh, Essen. Sehr gut. Immer her damit. Weißt ja, ohne Mampf kein Kampf. Da sind wir gnadenlos. Wir essen alles. Mülleimer. Kaffee? Okay, damit mache ich die auf. Nägel. Haben wir auch schon lange keine gefunden. Nix drin, aber da. Da. Ah, da war der Kochgrill. Sehr gut. So, Essen. Yo. Drei Home Cooking Weeklies hier. Die Kürbisse können weg. Lecker, ne? Wen haben wir da noch? Lazarus Long, der schreibt folgendes. Und zwar, geile Mod, bist du sicher, dass du richtig skillst? Du hast einen Schlagstock, das müsste ein Knüppel sein, aber du hast Elektroschlag geskillt. Die zählen auch dazu. Ich glaube, Knüppel und Dingens. Dieser aus Schrott gefertigte Schockstab wiegt nicht viel, hat aber dennoch eine ordentliche Schlagkraft. Siehst du? Also die zählen auch als Schockstab. Genau deswegen benutze ich die ja. Ich weiß, vor Alpha 21 habe ich die nie benutzt. Da war es wirklich der letzte Dreck. Mittlerweile sind sie mega geworden in der Alpha 21. Kann ich also nur jedem empfehlen. Also, da steht zwar Stab, ja, sieht aus wie ein Schlagstock, aber sie zählen zu den Schlockstäben, ne? Man kennt es. So, wo kommt die alle her? Auf die Omme. Weg mit dir. Alles, was weg ist, ist weg hier. Cletus! Ah, der ist doch von den Simpsons hier, ne? Das ist doch der Hillbilly, oder? Komm schon. Wir brauchen so ein Röhrchen, ey. So, Röhrchen-Türchen. Ich würde gerne den Bergarbeitermeister noch machen. Dafür muss das auf 3 hier. So und so. Dann geht das mal ein bisschen weiter. Hallo! Nein, liegen bleiben. Was ist das denn hier? Topmodel! So. Kann man zum Beispiel auch machen. Sich jetzt wieder schön in so einen Keller hier setzen, wenn sie nicht buddeln, ne? Wenn man das zumacht, geht das. Da hinten geht's weiter. Okay. So, nochmal Birnen. Kriegen wir da einen Reifen raus? Nein. Schade. Da geht's hinten raus. So, wer steht hier drin in der Ecke? Niemand? Was ist denn da los? Okay. Ah, eine Vierer. Dann können wir direkt tauschen. Sehr gut. Das ist natürlich schöner Loot dann für den Anfang für uns hier. So. Dankeschön. Schön. Die haben wir, glaube ich, auch schon an. Mal gucken, ob die besser sind als unsere. Toll, alles Bücher. Ich hätte gerne am Anfang vielleicht erstmal ein bisschen Waffen oder so. Das wäre schon gut. Footballhelm. Was ist hier drin? Verändern das Magazin. So, verändern. Rein da. Kann sonst noch was rein? Nein. Abschließen. Sind die besser als unsere? Tragen wir gar keine? Doch, tun wir. Sind beide haargenau gleich. Gut. Ja, damit. Sonst irgendwo was? Nein. Der hier besser als unserer? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Können wir so lassen. Was wir aber machen können, ist folgendes. Und zwar verändern. Da kann der rein. Upp. Haben wir ein bisschen mehr Platz. Das ist ja schon mal was. So, hier können wir schon mal nachladen, falls irgendwer da was kommt. Sehr gut, gib mir den. Den können wir auch noch kaputt machen hier. Wie viele Steine haben wir eigentlich? 220, das reicht mehr als locker. Das reicht mehr als locker. Was ist hier drin?
Mülltonne. Da auch noch irgendwer oder was drin. Oben? Nein. Aber hier das Zeug. So, und jetzt können wir noch ein bisschen weiter buddeln gehen. Ich weiß nämlich nicht, wie tief der Bedrock ist. Das werden wir gleich sehen. Zack. Ist zwar nicht so spannend. Ach, die Bude ist das. Okay. Warum wird mir das da oben nicht angezeigt? Da läuft noch EP rum. Immer mitnehmen. Weg mit der Birne. So. Gucken, wo unsere Freunde, die Crabzillas, wieder sind. Unberührt. Unberührt. Sie sind echt despawned, ne? Oder weg. Oder was weiß ich, wohin. Urlaub. Mir egal. Kannst bleiben, wo du bist. Gib her, gib her. Runter hier. So, jetzt ist das Ding zu. Eigentlich dürften die jetzt nicht mehr hier runter versuchen zu buddeln oder versuchen hier reinzukommen. Wenn die Mod richtig funktioniert. Das testen wir jetzt einfach aus. Guido schreibt, moin Edo und Chat. Moin Guido. Wie geht's, wie steht's? So, wir müssen dann gucken, wie tief wir hier kommen. Steine sammeln wir jetzt auf jeden Fall genug dafür. Das wird schon werden. Deswegen buddeln wir los. Musik an, Welt aus. So, am Bedrock angekommen. Glück muss man haben. Voll in eine Eisenader gebuddelt hier. Sehr geil. Heißt, können wir gut gebrauchen für den Anfang. Machen wir mal ein bisschen Platz. Und dann machen wir noch eine Leiter nach oben, dass wir hier uns ein bisschen bewegen können. Weil wir müssen ja auf jeden Fall noch zurück nach Hause. Und wir haben schon 19.30 Uhr. Denn wir müssen was trinken. Wir haben nichts zu trinken hier. Wir müssen Wasser abkochen. Die hier müssen geändert werden auf Leiter, bitte. Und zwar auf diese Leiter. So und so. Jetzt können wir hier wieder aufwerten. Und ihr seht, ganz schön tief hier. Bin mal gespannt, was das geben wird. Wir haben Pflastersteine dabei. Tatsache. Zwei Blöcke können wir auf Pflastersteine aufwerten. Geil. So. Fleisch sind wir da. Kann sich nur um Stunden handeln. Super. Nochmal ein bisschen runter. Und ich hoffe, da oben klettert jetzt nicht irgendwie ein Salamander oder so rum. Wobei, wäre ganz cool, mal einen Zombie zu triggern, um zu gucken, ob es funktioniert. Ich glaube, die Pflastersteine, die tue ich direkt oben verwursteln, damit wir da dann schon mal ein bisschen härtere Materialien haben. Ja, da ist doch schon wer. Super. Die Frage. Hauen sie da drauf rum oder nicht? Jetzt kommen wir natürlich nicht raus, ne? Weil die alles blockieren hier. Aber es scheint zu funktionieren. Wie du siehst, sie machen nichts. Würden sie jetzt wie in Alpha 21 Vanilla buddeln, würden sie schon anfangen, alles kurz und klein zu hauen. Wollen wir es riskieren? Faulen. Weg damit. Ab ins Loch. Haha. Schön. Gefällt mir, dass es klappt. Wunderbar.
Das waren wir, da haben wir drauf geschossen. Also ab da hinten zur Base. Die steht ja auch hier, auch wenn sie nicht angezeigt wird. Warum auch immer. Egal, 2021, wir müssen nach Hause. Vielleicht zwischendurch noch irgendwo hier ein bisschen was zum Trinken sammeln. Ah, sehr gut, sehr, sehr gut. Wen haben wir da noch? Die liebe Penny, die schreibt wieder eine tolle und sehr spannende Folge. Wofür brauchen wir Krimis, wenn wir einfach in deinen tollen Folgen mit dir mitfiebern dürfen? Keine Ahnung. Musst du wissen, Penny. Ich gucke sowieso keine Krimis. Ist überhaupt nicht mein Metier. Hier waren wir schon überall dran, ne? Wir waren hier schon überall dran. Das ist ja auch kein besonders großes Städtle. Nein, andere Richtung. Guck mal, so lassen sie sich in Ruhe, ne? Aber. Was, eine kleine? Nein. Ja, genau. Box den. Da ist noch eine zweite. Man sieht's, es werden wieder mehr. Die Guppi-Residenz. Da hinten hin? Ja, wir sind doch schon bei mir hier. Siehst du mal, ich Banane. Ich Banane, wir sind ja schon zu Hause. So, den bitte hier hin. Dankeschön. Dahin, dankeschön. Gib her. So, wir müssen gerade was abkochen hier zum Trinken. Oder mal gucken, ob hier irgendwo noch was drin ist. Da ist zum Beispiel ein Goldrutentee und da ist ein roter Tee, aber will ich die jetzt trinken? Ich glaube nicht. Nur für die Not, falls wir wirklich mal Flitzekacke kriegen. Die kannst du essen, dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Da ist auch noch Dreckwasser. Die kann ich zerlegen, der kann da rein, der kann da rein. Ist hier noch was zum Abkochen? Das ist Bier, da ist noch eins. Das heißt, Plastik kommt da drauf, da kommt das Eisen drauf. Ach, machen wir einfach den hier. So, hier noch irgendwas zum Abkochen? Nein. Dann gib mal her. Wir haben ja jetzt auch Gott sei Dank einen Grill. Perfekt. So, jetzt können wir gegrillten Mais machen. 7 Stück. Können Wasser machen. 7 Stück. Dauert nur ein bisschen. Der könnte hier oben hin. Die könnten hier hin. Dann tun wir hier schon mal wieder überall das Zeug rein. Wo es reinpasst. Aha, siehst du mal. Zack. Alles leer. Alles wieder weg hier. So muss das sein. Rein da. Rein da. Da ist sogar noch einer frei. Der Kochtopf. Nein, der kann da hin. Das hier hin. Eieieiei. Da läuft jemand. Da ist wieder Rapzilla. Salamander sehe ich gerade keinen. Ist aber auch nicht schlimm. Habe ich nichts gegen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, hier kommt noch der zweite Topf rein. Ach, ist zu, geht nicht. Aber hey, wir können unseren ersten eigenen Mais essen. So, da haben wir 7 Pfeile. Ich will jetzt mal probieren. Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Pfeile, wo seid ihr? Oho. Nägel. Yay. Ja, nix Pfeile hier. Aber gar nichts Pfeile. Vorne vielleicht? Nein. Nein. 43 Bolzen haben wir. Ja gut, mit 7 Pfeilen brauche ich nicht drauf schießen. Ich wollte gerade sagen, ich wollte mal gucken, ob wir so einen Crabzilla platt kriegen mit Pfeil und Bogen. Aber kannst du knicken. So, wo sind denn unsere Rohre, die wir hier reingeräumt haben? Da ist sogar noch Platz. Dann tu dich mal da rein. Keine Rohre. Keine Rohre. Da sind die Rohre. Die muss ich immer dabei haben. Die muss ich immer dabei haben. Kommt ihr mal da rein. Du kannst auf Seite. Dann tue ich euch jetzt mal hier rein, damit ich euch nicht vergesse. 45 Schuss schon hier. Mal gucken, ob wir die selber bauen können. Schrotflinte, selbstgebaute Schrotflinte. Rein theoretisch könnten wir. Frage ist, wollen wir? Bringt halt nichts, weil null geskillt, ne? Und die sind so easy, die können wir auch gerade finden. Das ist ja kein Problem. Sparti schreibt, ich danke dir für die neue Folge. Gruß Straußi. Du Verrückter. Jetzt nennt er sich wirklich Straußi hier, weil ich mich mal versprochen habe, ne?
Unglaublich. So, und der Joachim schreibt, hallo Ed und Edenauten, so ist es okay mit den Tierchen. Naja, wenn wir dich nicht so manchmal verpeilt kennen würden, würden wir 2 Tage aus dem Kalender für gestrichen eintragen müssen. Samstag und Sonntag gleich Montag. Boah, bitte nicht. Ja, ich weiß, du hast Durst, aber erst gibt's Maiskolben, danach gibt's hier Wasser. Heul nicht rum. So, abgesehen davon haben wir ja noch eins hier. Gucke mal. Tut das gut. Tut das gut, ne Sascha? Du schreibst, hallo lieber Ed und alle Edenauten. War wieder mal eine Spitzenfolge. Danke für deine Zeit und Mühe. Und der Robert schreibt noch, schöne Mod von Sascha in Search of the Great Salamander. So ungefähr. So ungefähr. Die sind voll. Es ist Nacht. Ist der Donnerbalken kracht, ne? Ne, wir können nicht viel machen jetzt. Was ist ein Hirsch? Hallo! Kann ich Ihnen weiterhelfen? Mal gucken. Warte, wir haben da auch noch Dingens. Wir machen jetzt mal richtig Rabatz hier. Oder die haben wir alle für den Fetti verbraucht, ne? Kann das sein? Oder habe ich die wieder weggeräumt? Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Ne, für die haben wir echt keine Schuss mehr. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber wir machen trotzdem weiter. Ich hab die dabei, ich Idiot. Wo? Ah, hier vorne. Das ist wieder typisch Ede. Das ist wieder typisch Ede. So, Spinli, wo bist? Da vorne oder bist du eine andere? Nein. Bleib doch hier, ich muss dich sehen. Legen wir uns mal mit dir an. Kein Problem. Komm her. Aber wir machen gut Schaden. Gut. Da will noch wer hier hin. Alter, wo kommen die alle her? Ist hier ein Nest? Genau. Macht die Spinne weg. Ich sammle dann gleich den Loot ein. So kann man das natürlich auch machen. Ich glaube, die haben 10.000 Hitpoints, ne? Kann das sein? Wehe, ihr kommt hier hoch. Robert schreibt noch, schöne Mod von Sascha in Search of the Great Salamander. Oh, das hatten wir schon, ne? Naja, dann wurde es 2-mal vorgelesen. Geht ihr weg da aber ganz schnell. ...2500 EP bringen sie, okay. Da hinten rennt der nächste rum. Dankeschön. Direkt mit Alma. Der Metzger da, der nervt ein bisschen. Da kommt der nächste. Elke! Traum meiner schlaflosen Nächte. Gott, bitte nicht. Wer von sowas träumt, der sollte sich Hilfe suchen. Ihr geht weg da hinten. Aber ganz schnell. So. Dankeschön. Kann es sein, dass hier gefühlt jeder einen Sack fallen lässt? Wenn ich das so sehe. Dankeschön. Siehst du mal, haben wir sogar schon unsere erste Spinne erlegt hier. Elke ist gleich auch weg. Der hat noch... Alter, grazil wie eine Elfe. Hüpft sich hier rum. Mann, Leute. Die schöne Munition. Das ist halt das Schöne, wenn man dann unter der Erde baut. Da kannst du dann einfach weitermachen. Interessiert keinen. Die können ja nichts machen.
Aber genau deswegen wurde das halt damals rausgenommen, ne? Weil die Leute nur noch unter der Erde gehockt haben. Und den Zombies halt komplett aus dem Weg gegangen sind. Und alles über ihre Hordenbase gemacht haben, weil die ja dann früher oder später alles mitbringen, was du brauchst. Oh, sogar ein blauer. Uiuiuiui. Tja. Die Horde vor der Horde hier. Ich habe keine Ahnung, ob in der Horde auch Salamander und so kommen. Weg damit! Ich hab schon ein Level up hier. Hier schon kommen, gleich liege ich unten. Wo seid ihr, Freunde? Nur noch er hier. Jetzt muss er nochmal schnell nachladen, jetzt läuft er wieder weg. Pass auf. So, alles im Umkreis zerlegt. Schnell runter. Looten. Gucken, was drin ist. Oh, nice. Also ich glaube, um Messing musst du dir echt keine Sorgen machen. So viel Messing, wie die mitbringen. Echt krass. Oh. Da hinten hin noch. Wir werden mutiger, ne? Wir werden mutiger. Damit, weg damit. Da müssen wir die nur wegmachen. Auf jeden Fall. Hier werden die sich sonst knubbeln. So, was haben wir denn jetzt Schönes bekommen da von der Aktion? Eine Dreierschaufel, die brauche ich nicht. Zwei Bücher. Da gibt es ja auch nichts für. Das kannst du lernen. Steroide, jede Menge zu essen, was zu trinken. Das ist gut. Wie sieht's hier aus? Ich trinke mal das, weil das geht easy. Die leeren Gläser, die müssen wir auch alle einsammeln. Die müssen wir mitnehmen. Können wir dann wieder voll machen. So, hier nochmal, und das sollte dann reichen. Wo haben wir die denn hingepackt, die leeren Gläser? Da. Da schon 14 leere Gläser. Okay. So, wenn wir denn dann unten in unserer Untergrundbasis da mal ein bisschen Platz gemacht haben, dann können wir dann auch endlich eine Schmiede und so hinstellen. Ich denke, das wird schon klappen. Den Grundstein haben wir da jetzt gelegt, hier in dem Ding da unten. Ne? Das ist grau, warum auch immer, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, jetzt müsste er mir angezeigt werden, ne? Oder? Ja, jetzt wird er mir angezeigt. Da habe ich irgendwie drauf geklickt. Den werden wir natürlich ausbauen. Wir haben, lass mich nicht lügen, Tag 6. Das heißt, die erste Horde naht. Ich bin mal gespannt. Wir haben unsere erste Spinne erledigt, auch wenn sie jede Menge Munition gekostet hat. Und ich hoffe, dir hat's gefallen. Wenn ja, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.